Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video und dann herzlich willkommen zum zweiten Teil des wirklich heiß begehrten Interviews mit Ramon Wagner und Linda von der aktuellen Staffel Are You the One? Reality Stars in Love. Den ersten Teil findet ihr bei Ramon auf dem Kanal. Ich verlinke euch das wie immer auch in der Infobox und es ist angepinnt in der Kommentarfunktion. Und hier geht es jetzt weiter. Wir haben uns schon heiß geredet und ich würde sagen, here we go mit der nächsten Frage. Also ich habe auch keine Brüste, jetzt nur im Alter, weil ich auch Push-Up trage und so. Und ich sag dir eins, ich habe ohne Brüste wirklich viel Geld in der Männerwelt verdient. Jeder weiß von mir, ich habe im Dollhaus getanzt. Deswegen ist das absoluter Bullshit, kann ich immer nur sagen, dass eine Frau die Erotik oder die was auch immer wir davon uns erhoffen, dass das überhaupt nichts auszusagen hat, wie groß unsere Brüste oder wie dick unser Hintern ist. Weil das wirklich bei Männern komplett nichts zu sagen hat. Also da können sich alle Frauen bitte, ihr braucht keine großen Brüste, ich kann euch das sagen, ich habe meine Brüste nie operiert und ich hatte früher 75a und habe damit einen Heidenmengen Geld verdient. So, ne? Also nur um das mal kurz zum Ich finde die Vergleich Thematik auch bringen. echt gut. Ich finde die Thematik echt Ja, gut. Ich finde ich auch den sehe das Input auch von ganz euch gut, genauso. weil ich glaube, wir alle sind uns einig, ob bei Männern oder auch bei Frauen, auch wenn ich natürlich den Druck bei Frauen als viel höher beurteile, dass wenn man irgendwelche Dinge an sich ändern möchte, dann okay, kann man machen, aber Natürlich. nicht wegen anderen und nicht wegen Druck von irgendwelchen Und fremden das ist ja Leuten. das Problem. Genau, genau. Ja. Das ist ja halt echt so. Und deswegen habe ich ja gesagt, so ist meine Meinung, du wertest die Staffel halt echt damit auf. Beziehungsweise nicht die Staffel, Blödsinn, aber Reality-TV an sich, Ja. was in den Dating-Formaten gerade so ist. Deswegen hat da die Redaktion echt gute Arbeit gemacht. Ja, die Linda Ja. reinzuholen, ist echt gut. Finde ich echt gut. Ja. Wie war denn das bei dir mit dem Thema Gefühle, Linda? Also ich meine, entwickelt man da eigentlich in der Bubble relativ schnell Gefühle für jemanden oder eigentlich eher nicht? Ich kann mir schon vorstellen, wenn man dafür offen ist und mit der Einstellung hingeht, dass man das kann, dass es möglich ist, dass man Gefühle entwickelt, aber ich nicht. Nee, gab keinen Moment, ja? Finde ich irgendwie auch Keinen spannend. einzigen. Und deswegen fand ich das auch immer eher lustig, als andere Frauen zu mir gesagt haben, ja, du bist eifersüchtig oder verletzt. Ich war weder eifersüchtig noch verletzt, weil mich hätte gar nichts interessiert. Aber warum? Weil für dich irgendwie klar war, okay, ich will mich in der Bubble nicht verlieben oder weil die Typ Männer eigentlich gar nicht dein eigentlicher Geschmack waren und du dachtest, naja, gut, ich gucke, dass ich hier gut über die Runden komme und, so, und Gefühle will ich eh nicht entwickeln dadurch. Ja, also ich habe es nicht ausgeschlossen, dass es passieren kann, aber ich kann Menschen sehr, sehr schnell einschätzen. Und wenn ich, das klingt immer sehr oberflächlich, aber ich brauche 5 Sekunden, um einen Mann zu erkennen, für den könnte ich mal Gefühl entwickeln, weil ich den optisch auch attraktiv finde. Oder halt eher nicht. So, und ich stand da und dachte mir, nee, das wird hier nichts. Und Bist du, ja, Entschuldigung, nee, sag mal, nee, das ich war neben die dran immer nur dran, Zwischenfrage? nur, ja, genau, Ja, bitte Yvonne. Zwischenfrage, weil ich ja deine Beziehung oder dich nicht kenne. Bist du dann auch jemand, der steht auf Toxic Dudes oder bist du überhaupt nicht so der anfällig dafür? Nee, ich bin da gar nicht anfällig für, weil ich das halt direkt durchschaue. Finde ich gut. Das stark, ja. Ich schaue Geil. halt dahinter und kann halt zwischen den Zeilen lesen. Und dass viele Frauen sind da ja so ein bisschen verblendet, wenn die dann die rosa-rote Brille aufhaben, aber ich erkenne das halt Jenny? sofort, zum Beispiel. Und ich erkenne das halt sofort und dann spiele ich halt das Spiel mit und der Rest ist mir egal. Ist aber auch wirklich stark, ne? Ich Wow. meine, wenn man da wirklich irgendwie den Cut irgendwie auch direkt machen kann, ne? Oft gerät man ja in den Strudel rein, merkt es irgendwie noch gar nicht richtig und dann hängt man da drin rum. Aber wir reden ja auch gleich mal über Jenny. Was mich ja auch mal interessieren würde, die Nicola und Nadja-Thematik, ja, die haben sich irgendwie ja vorher schon gekannt. Habt ihr das eigentlich in dem Format gespürt und gemerkt oder wart ihr davon überrascht, als die Thematik plötzlich aufkam? Also ich muss sagen, ich habe da halt auch gar nicht drauf geachtet, Okay. ob da irgendwer drin ist, der sich schon kennen könnte oder was am Laufen hat oder so. Und ich war schon überrascht, als es rauskam, aber mich hat das ja nicht betroffen. Ich hatte mit Nikola gar nichts zu tun. Ich glaube, wir haben uns einmal beim Spiel geküsst und das war es halt auch wieder. Es ist natürlich ein bisschen blöd fürs Spiel, aber im Endeffekt haben sich beide voneinander distanziert danach. Natürlich hat Nadja nochmal ein bisschen Annäherungsversuche irgendwie gemacht bei Nikola oder so. Aber im Grunde sind trotzdem dann beide als Single da gewesen. Ja. Deswegen diese Annäherungsversuch, meint ihr den, wo die Nadja schön gekocht wurde in der Küche mit dem Schinkenbrot oder welche Situation meint ihr? Da, wo die in den Boom Boom rum wollte, oder? Ja, Nadja wollte ihren Spaß haben und ich finde das ja auch gut, dass sie es probiert hat. Und Nikola hätte vielleicht ja auch ja gesagt. Ich meine, der hat vorher ja auch jedem schöne Augen War auch gemacht bei und ihr unter Tara. anderem auch, ne? Ja, Also ist ja nicht so, als hätte er aufgehört damit. erklär mir mal bitte, Linda, was habe ich mich wirklich schon immer gefragt? Und ich glaube, mit dir können wir da irgendwie mal, kriegen wir mal tiefere Einblicke. Warum sind in diesen Formaten
Heute habe ich jemanden richtig lieb, morgen habe ich richtig Drama, möchte nie wieder mit demjenigen reden. Eine Stunde gefühlt, eine Stunde später hängt man aber wieder miteinander auf der Liege rum. Das kann ich mir bei dir zum Beispiel nicht vorstellen, aber das erlebt man ja bei vielen Leuten in dem Format irgendwie permanent, auch gerade bei Nadja und Nico oder ne, so. Das ist eine richtig gute Frage und ich glaube, als Zuschauer merkt man oder kann man das auch gar nicht so nachempfinden. Aber bei uns in der Villa, dadurch, dass du so eng miteinander bist, da ändert sich gefühlt alle halbe Stunde ein Thema. So, da auf einmal gibt es eine Blacklist und 10 Minuten später ist sie wieder gelöscht. Und ich habe das selber gar nicht verstanden. Ich so, wie, das ist schon wieder vorbei. Warum? Aber es war Also bei das dir ja ging. nie der Fall, oder? Nö, aber ich habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt. Mir war das ja alles voll egal. Aber ich war schon überrascht, weil ich saß noch da im Interview, ne, und beschwer mich darüber, komm raus und die Situation gibt's gar nicht mehr. Und das ist so schnelllebig. Also das ist so, weil da ist ja nicht so, im wahren Leben gehst du dann an ein Handy oder musst arbeiten oder dies und das und da bist du nur aufeinander fixt. Also du kannst dich auf gar nichts anderes konzentrieren. Und dadurch verändern sich die Situationen auch so schnell. Spannend. Ich hatte da noch eine Frage vorbereitet. Du hast ja, was ich, also war komischerweise, lässt du mich als Zuschauer es anders wahrnehmen. Also zum Beispiel, ich bin ja immer der Meinung, ich möchte keinen Mann haben, der jede für 3,50 nimmt, ne, die nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich finde es aber auch genauso, haben Männer das Recht auch zu sagen, ja, ich möchte aber auch keine Frau haben, die für jeden easy to have ist, so, ne? Also für, dass schon mal hier klar ist, ne, geschlechterneutral. Ich mag halt auch beides nicht. So. Du, also zum Beispiel die Laura, hat sich ja auch jeden genommen, den sie wollte. Komischerweise aber, du hast dir zum Beispiel auch genommen, was du wolltest. Aber warum ist das bei dir so anders? Warum kommt das bei dir so anders rüber? Nicht so wie bei der. Nicht so gewollt. Ich weiß nicht. Ich, vielleicht können mir einige Zuschauer da zustimmen, dass das bei Linda nicht so wie bei Laura rüberkommt, weil, also für mich als Zuschauer, deswegen die Frage ist so eher, wie soll ich die formulieren, Ich ey? glaube, ich weiß, glaube ich, was Yvonne meint, ja. Was meine ich? Vielleicht kannst du Na, es besser formulieren. ich glaube, da kann, bei dem Vergleich fällt mir irgendwie auf, bei Linda spüre ich irgendwie eine Leichtigkeit. Wenn sie gerade Bock auf Ja, jemanden hatte, dann hat das sie ist Bock auf es. jemanden. Und bei anderen, zum Beispiel auch bei Laura Blond, habe ich immer das Ja. Gefühl, sie ist immer auf Krampf, weil ich mich gerade vielleicht in den Ja. Mittelpunkt drücken möchte. Ist ja auch gar nicht negativ gemeint, ist ja auch okay, wir wollen ja auch unterhalten werden. Aber Stimmt, das ist bei es. Linda merkt man bei allem, glaube ich, so Natürlichkeiten. Warum bist denn du da nicht so wie die anderen so programmiert? Einfach, weil du keinen Ja. Bock drauf hast oder? Ich muss sagen, ich hatte ja mega die entspannte Einstellung. Ja. Und ich musste nicht auf Krampf und Drama verursachen, sondern ich habe einfach die Situation auf mich wirken lassen und habe aus der Situation halt das Beste rausgemacht. Und ich habe nicht, ich bin ja nicht von zu dem gelaufen, sondern die sind irgendwie zu mir gelaufen. Das Das stimmt, hat aber sich. wahrscheinlich auch genau deswegen, ne? Ja, und das hat sich immer automatisch so ergeben, ohne dass ich krampfhaft das machen musste, damit die Situation entsteht. Die ist immer von ganz natürlich, von ganz alleine entstanden. Und dann habe ich natürlich die Situation ein Ja, bisschen das ist ausgenutzt, es. klar. Aber ich Ja. habe das alles natürlich passieren lassen und nicht, dass ich jetzt zu dem renne, zu dem renne, weil dann gibt es am meisten Sendezeit, sondern ich dachte mir, die Situation kommt von ganz alleine auf mich zu und dann mache ich mit. Hast du nicht Genau, das ist unterbewusst, es. ja, aber hast du Ja. das finde ich auch noch spannend, weil hast du nicht unterbewusst irgendwie Angst gehabt, so nach dem Motto, okay, jetzt bin ich endlich in einem neuen Format und freue mich drauf und ich habe hier aber auch Konkurrenten und Konkurrentinnen und wenn ich hier nicht performe, dann könnte ja auch das Format für dich auch dein letztes Format sein, wenn natürlich Leute das Gefühl haben, oh ja, die Linda, die war, ich meine, du hast ja die Messlatte sehr hochgelegt von vorher, ne? So, wenn dann eine Linda kommt und dann performt die nicht, bist du da wirklich so entspannt gewesen irgendwie? Also die ersten Tage habe ich schon gedacht, okay, brauche ich hier eine Story oder lasse ich es einfach auf mich zukommen, weil ich von als Person schon interessant genug bin, weil ich halt einfach ein bisschen anders bin. Und ich habe recht schnell das Gefühl bekommen, weil man merkt es ja, wenn man in den Interviews ist und so, ne? Merkt man ja so ein bisschen. Und dann habe ich halt schon gemerkt, ich muss gar nicht künstlich was produzieren, sondern es reicht, wenn ich bin, wie ich bin, weil das interessant genug ist. Und ich habe nicht auf diese, also ich mag halt dieses asoziale Niveau einfach nicht. Dieses, wenn man so eklig über andere Menschen spricht, ich mag das einfach nicht. Und deswegen, ich habe in den Interviews ja auch niemandem beleidigt, sondern ich habe das eher so ein bisschen analysiert alles und habe eher festgestellt. Und das ist halt anders, wie andere das machen. Und deswegen habe ich gedacht, das wird reichen. 100% wird es reichen, um anders zu sein, anders zu wirken und dass es einfach genügt und ich nicht irgendwas künstlich hier machen muss. Meinst du zum Das ist Beispiel Jenny? zum Beispiel.
Da können wir doch gleich mal Laura? einsteigen, Yvonne, in die Materie, oder? Ja, gerne, gerne. Aber Fang du gerne wisst ihr, an. was ich meine damit? Ja, Das war meine natürlich. Frage, die ich hatte, weil ich konnte das noch nicht so sortieren. Warum ist das so unterschiedlich, obwohl das beides so gleich ist, zwischen Laura zum Beispiel und zwischen Ja. Linda, ne? Hey, Warum ist das bei ja, Linda so aber angenehm? Yvonne, voll. Aber Yvonne hat auch recht, weil immer, wenn mich jemand fragt, komm on, ich gehe in ein Format, wie soll ich mich denn verhalten? Ich gebe immer den Hinweis, bitte verhalte dich natürlich. Die Leute wollen keine Fake-Menschen und die Leute wollen auch keine Fake-Geschichten. Ja? Ich möchte hier niemanden degradieren, aber wir reden ja nun auch einfach offen. Linda macht auch Real Talk. Zum Beispiel bei Laura, ne? Ich mag die auch irgendwie. Jetzt schreiben die Leute gleich wieder, was, du magst die, wie kannst du die? Ich habe irgendwie Sympathien für die, auch wenn die natürlich schon oft über die Stränge schlägt. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, mit schweren Fällen hatte ich schon immer irgendwie so einen Draht. Ne? Ich So. mag Lara auch. So. Ich mag sie, voll Aber gern. bei ihr bin ich ehrlich, ja? Und vielleicht nimmt sie die Info mit für ein anderes Format irgendwann. Gerade bei Laura und Nadja spüre ich oft die Thematik auf Krampf. Ich bringe mich hier schnell Anstrengend. in den Moment rein, ich bringe mich hier in eine Inszenierung rein, damit ich irgendwie auffalle, damit ich irgendwie Sendezeit bekomme. Alles schön und gut, ist für mich als Zuschauer aber leider unglaublich uninteressant und total langweilig, weil ich das merke. Ich merke, Ja. ob ich gerade eine echte Geschichte bekomme Genau. oder ob ich eine Fake-Geschichte bekomme für die Zuschauer. Das wollen die Leute einfach nicht. Und damit schafft man sich eigentlich hinten raus ab. Genau. Und Oder? das ist das genau das, was die Leute deswegen auch an dir mögen, glaube ich, und deswegen polarisierst du auch positiv, weil das ist ja auch, was Ramon immer sagt, in Interviews oder in Talks, die Leute haben diese Fake-Geschichten satt, Total. Fake-Geschichten satt, ne? Und bei dir kam das nämlich nicht oder ist es nicht so rübergekommen. Das ist es. Das ist meine volle Frage beantwortet. Nur weil ich das noch nicht so packen konnte. Ja, es liegt an deiner Natürlichkeit, an der Leichtigkeit. Wie ist denn die Geschichte mit Jenny entstanden? Also warst du einfach für Jenny wegen Lukas ein rotes Tuch oder gab es da irgendwie noch eine Vorgeschichte, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe? Yvonne vielleicht, weiß ich nicht. Yvonne ist hier Eito-Profi. Also ich glaube, eigentlich ist das alles entstanden, weil ich mich auch gut mit Lukas verstanden hatte und sie dann irgendwie relativ schnell was Ernstes von ihm wollte und das alles auch exklusiv halten wollte. Und ich habe da halt gar nichts von gehalten, ne? Ich fand Exklusivität und I the One komplett unpassend, passt überhaupt nicht zusammen. Und ich wollte einfach mal Spaß, bisschen Leichtigkeit, hier mal knutschen, da bisschen Party. Und bin halt von einer ganz anderen Ebene rangegangen. Und was ich glaube, dass ich als Person auch wegen meinem optischen Jenny getriggert habe. Das ist ja Ja, auch meine weil Denkensweise. er wollte dich ja auch immer wieder, ne? Ich meine, Ja. ihr seid ja komplett unterschiedliche Typen, ne? Du bist eine sehr große Frau. Und ich habe mich auch mal gefragt, er hat ja schon mal Bock auf dich gehabt. Also ich meine, wir alle haben die Folgen geguckt, er hat immer Bock auf dich gehabt. Und ich glaube, wie du auch schon gerade beschrieben hast, ich glaube, die Jenny hatte auf jeden Fall immer mehr Interesse an ihm, ja. Und wenn man dann aber irgendwie immer merkt, okay, der will eigentlich mich gar nicht so 100 Pro, sondern er will irgendwie immer noch eine andere Frau und dann ist sie aber auch noch optisch ein komplett anderer Typ, ich glaube, dann kriegt man da irgendwie auch so komische Gefühle, kann ich mir vorstellen. Ich kann das ja irgendwo sogar auch nachvollziehen, aber dann habe ich nicht die andere Frau dafür verantwortlich zu Genau. machen, sondern in erster Linie Ja. mich selbst und dann den Typen. Weil Ja. eigentlich muss man sich fragen, warum triggert mich das überhaupt und warum kommt das so nah an mich ran? Weil es ist immer was von hier und niemals von jemand anderem Außenstehenden. Das frage ich mich aber oft, warum Frauen nicht Hand in Hand gehen. Das ist das Traurige. Ja. Oder? Ja, ist aber, und das sage ich auch immer in meinen Reaction, dass ich es so schade finde, dass sich mal wieder hier zwei Frauen um den Kerl streiten und der Kerl da um saufender Party machen ist und hat mir nichts im Vertrag. Aber die Frauen kloppen sich im wahrsten Sinne des Wortes wegen einem Kerl, der eh toxik auf der Stirn stehen hat und beide nicht gut oder beide nicht aufrichtig fair behandelt. Und Und sowas anstatt würde die, ich nicht ja, tun. genau. Und das ist so schade, anstatt die Frauen dann zusammenhalten und sagen, okay, wir fassen den Typ nicht mehr an, ne? Der ist ein rotes Tuch. Nee, da gehen die sich gegenseitig an für jemanden, der es halt noch nicht mal verdient hat. Ja, und vor Ne? allem auch der ja eigentlich auch beide gar nicht richtig will. Er will halt mal mit Ja, der das einen meine rummachen, er ich. will mal mit der anderen rummachen, ist auch vollkommen Genau. okay, wenn man da offen Ja. drüber spricht. Aber wenn Ja. natürlich irgendwie eine Erwartung hat, die da gar nicht erfüllen kann, dann würde ich hingehen, dann würde sagen, pass auf, mein Lieber. Ich mag dich echt gern und ich würde irgendwie auch gern mehr mit dir wollen, aber es geht halt einfach nicht, weil halt deine Interessen nicht deckungsgleich sind mit meinen. Und ciao, Richtig. Kakao, Ja. oder? Und ich Richtig. hatte das, was Lukas gemacht hat, nach 2 Tagen geschaut, aber Jenny halt nicht. Doch, doch, hat die in den Aber, Interviews, aber ja. die hat ja das beiseite Ja, geschoben. das war ihre Vorstellung von dem, aber, Ja, ne? die hat das beiseite geschoben. Ja, Ja. genau. Das ist ja das, was ich so schade fand, generell. Warum hatten dich die Thematik, weil
ich nehme dich ja schon immer jemand, als jemanden wahr, die, also als eine starke Person. Ne? Und natürlich kann auch ein starker Mensch, kann auch mal, hat auch mal schwache Momente. Warum haben dich die Sprüche von Jenny in dem Moment bei der Matching Night so krass getroffen? Weil ich meine, Das wenn war auch man meine Frage. weint, ja, ne? Oder Yvonne, wenn man weint, dann ist man Toll. schon. Und ich dachte mir einfach nur so. Es war nicht das, was, es waren nicht die Sätze oder die Wörter, die Jenny gesagt hat, sondern es war die Situation. Und sie ist schon wirklich arg gegen mich gegangen und sie hat mich nicht ein Wort aussprechen lassen. Und für mich war es, ich stand da, ich war so wütend und frustriert, weil ich konnte nichts sagen. Die hat ja nur rumgeschrien, das war ja komplett irre. Also muss man mal ganz ehrlich so sagen, so verhält sich kein erwachsener Mensch. Und also die hat mich nicht ein Wort sagen lassen. Und es ging immer weiter und immer weiter. Und dann, als ich nach vorne gegangen bin, macht sie mich noch danach oder was auch immer, wie man das nennt, was sie da gemacht hat. Ich dachte echt, ich bin im falschen Film. Wie kann man sich denn so eklig verhalten? Und das ist beim besten Willen nicht mein Niveau. Und dann vielleicht auch noch, und alle stehen drumherum und gucken, Ja, Kameras oder? noch. So, man ist bei den Menschen dann eh schon mal so ein bisschen aufgeregter auf jeden Fall. Dann auch, wenn Sophia halt da ist und so, ne? Und dann macht die da noch so einen Zirkus. Also ich dachte, ich bin wirklich im falschen Film. Das war halt einfach zu viel, ne? Wenn du nichts sagen kannst, dann wollte ich was ansprechen und sagt sie, wer redet? Ja, wie alt bist du denn? Bist du 12? Guck ja immer schön die Story von Jenny. Auf eine Entschuldigung. Warte ich noch. Da kann man noch Jahre warten. Oder? Auch irgendwie crazy Ja. so. Ja, sie feiert ja immer weiter, ne? Auch auf TikTok und so. Feuert sie echt, ja? Ja, die ganze Zeit. Ach, muss Aber ich mal vielleicht reingucken, ein bisschen ja, mal aber drauf TikTok gucke ich auch reagieren. nicht rein. Wir sind schon ein bisschen älter, ne? Yvonne, TikTok habe ich nicht auf Ja. dem Schirm. Ja. Müssen Ja. wir vielleicht mal machen. Ja, muss ich echt mal machen. Habt ihr dann, wie war denn das für dich danach? Also ich meine, wenn ich mit jemandem in einem Raum bin, der mich da irgendwie erniedrigt vor allen Leuten, kann Yvonne wahrscheinlich sich auch vorstellen, dann möchte man ja eigentlich mit der Person gar nicht mehr reden. Man hat ja aber da oft irgendwie in dem Format keine andere Wahl. Also, ich bin halt kein nachtragender Mensch. Okay. Ich nehme das niemandem übel im Nachhinein. Vor allem, weil ich bin halt extrem empathisch und kann mich dann auch noch in die Person reinfühlen, wie die sich gefühlt hat vielleicht. Und Mann, so bin ich auch. Deswegen ja, verzeihe ich das immer so stimmt, das kann viel. ich bestätigen bei Oh Yvonne. Gott. Ja, ich habe das auch. So, und ich habe ihr dann einfach für mich selbst verziehen, weil erstens habe ich keinen Bock, meine Energie an so einen Menschen zu verschwenden. Und ich lasse mich halt von davon nicht runterziehen. Also ich lasse mir keine schönen Momente oder schöne Tage da in der Villa in Koh Samui, es war wunderschön, ne? Lasse ich mich nicht nehmen durch so einen Menschen, mit dem ich, also habe ich eh nie wieder was zu tun. Das stimmt. Deswegen habe ich für mich selber in mir drin ihr verziehen, auch wenn nie eine Entschuldigung kam. Aber eigentlich tut sie mir leid. Es sind ihre eigenen Unsicherheiten, an denen sie vielleicht mal arbeiten sollte. Es hat nichts mit mir zu tun, es ist von ihr. Also. Sehr gut, sehr gut. Mann, hast du noch eine Frage zu dem Ja. Jenny-Thema? Okay. Ja, nicht direkt, aber geht in die Richtung. Aber ich möchte dir auch nicht hier Nein, den, die, nein, dann die. frag erst du noch, weil ich habe so zum Ende hin noch ein, Ja, zwei wichtige wir, Fragen. bei der Jenny-Thematik finde ich noch eine Frage spannend. Wir haben ja auch vorhin über die Exklusivität gesprochen, auch totaler Quatsch, am Abend irgendwie schon und tagsüber irgendwie nicht, aber tagsüber dann nicht, aber halt nicht mit Linda. Und die Problematik hatten wir eigentlich nicht nur bei Lukas, Jenny und dir, sondern Yvonne, bitte hilf mir, ich glaube auch bei Tim, Dana und dir, oder? Ja, oh mein Gott, hatten sie, oder, Warst doch Linda? eigentlich auch auf der Blacklist von, oder nicht? Doch, doch, und war bei Dana auch auf der Ja, Blacklist. Ja, genau. Und stimmt, da möchte ich gerne wissen, warum. Bei Jenny kann ich ja noch irgendwie verstehen. So, aber bei also, Dana, ja, erklär mal bitte. boah, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich glaube, dass Dana einfach in der Vergangenheit super schlechte Erfahrungen gemacht hat bei Männern und Tim so ein bisschen für sich beanspruchen wollte, dass er halt einfach bei ihr bleibt und zeigt, dass er wirkliches Interesse hat. Und dann hat sie sich gedacht, okay, wen fand er vorher gut? Tun wir die mal auf die Blacklist. Die brauchen wir nicht mehr, mit denen soll er nichts mehr haben. Aber zu dem Zeitpunkt war bei Tim und mir eh schon die Flamme aus. War schon weit vorher aus. Und ja, also im Prinzip fand ich es unbegründet. Sie hat es damit begründet, dass ich mir mehr erhofft hätte, was auch Schwachsinn ist, weil es war nie so. Ich habe mir nie mehr erhofft. Aber hattest du den Eindruck, oder auch du, Yvonne? Also, ich meine, wir haben ja noch nicht alle Folgen angeschaut, aber vom aktuellen Stand her, ja, die mögen sich Dana und Tim, aber die große Liebe sehe ich da nicht, so von meinem Bauchgefühl her. Du, Einer Yvonne, ich von frage beiden hat mal. die große Liebe gesehen. Ja, ich frage mal lieber Linda nicht, weil Linda war ja bis zum Schluss dabei, aber du, Yvonne?
Nee, Na, ne? null, irgendwie eher so. Ich habe das eher das Gefühl gehabt, dass Dana sich ja einen aussuchen musste, weil sie so Ja, viel genau. Druck bekommen hatte von außen, ne? Und Genau, okay, damit die nehmen wir den Fake-Geschichte Tim. verschwindet, ne? Ja, genau. Und der Tim ist eigentlich der attraktivste und ruhigste und normalste hier, den nehme ich. Dann bin ich nicht ganz so die Bitch, weil ich mir hier die allen anderen nehme, den allen, Ja. sondern Tim geht noch. Tim ist der mit dem IQ, den nehme ich noch. So, ne, ist doch so, oder? Ja. So war das doch. Der ist doch der Schlaue von denen, oder? Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja, bei prominent getrennt wäre doch der Schlaue, oder nicht? Oder verwechsel ich den? Ich glaube, er wäre, komme ich wieder hier, ey, er steckt mich an. Ich glaube, er wäre in fast jedem Reality-Format immer der Schlaue. Nein, ey, aber die geile, vom Thema her vorhin, die Yvonne hat ja die Frage gestellt, ja, also ich habe das Gefühl, irgendwo, oder nee, umgedreht. Linda hat gesagt, ich fühle mich da irgendwie nicht wohl, ich passe da irgendwie gar nicht rein. Und den Eindruck hatte Yvonne auch und den Eindruck hatte ich auch. Den Eindruck hatte ich aber auch immer bei Tim, Ja, vielleicht auch vom IQ stimmt. Oh her. mein Haben wir Gott. schon mal drüber gesprochen, Yvonne, ne? Voll. Der Tim ist ja auch mega intelligent, ne? Das muss man ihm echt Ja, lassen. Ja, ja. das meine ich ja. Das Merkt ist man doch der aber mit dem auch. Richtig IQ. intelligent. Und Merkt der man weiß aber auch. genau, was er macht. Ja, Ja, da hat er sich die Dana geschnappt, ne? ja. Yvonne, jetzt bin ich mal auf deine Fragen gegen Ende noch Ja, gespannt hier. also Linda, okay, ich habe jetzt festgestellt von der Person her, du bist jemand, der Partys mag und offen mit Männern auch und sich das nimmt, was sie möchte und so. Ist das wirklich so, dass du auch privat so bist? Oder hast du das eher fürs Format gemacht auch? Das ist die Ich würde erste Frage. sagen, ich bin privat so ein Mittelding. Also ich mag es genauso. Also eigentlich gehe ich nicht so gerne feiern. Ich mag es eher so ein bisschen ruhiger. Ich gehe lieber an eine Bar und trinke da einen Cocktail oder so. Ich auch. Ja, wirklich. Bin ich viel, viel besser. Auch, ich mag auch Daydrinking zum Beispiel mega gerne, weil dann geht es am nächsten Tag nicht so schlecht. Ich bin eigentlich nicht so vom Typ her, dass ich jetzt immer feiern gehen muss oder nur mit Männern bin oder so, sondern ich habe auch mal gerne meine Ruhe, aber ich habe halt diese zwei Seiten. Bin die ruhige, die liebe, die brave. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch, wenn ich Party mache, eine richtige Partymaus. Und dann auch Okay. gern jeden Tag, wa? Also ich meine, vor Ort auf jeden Fall. Ja, ich musste das machen. Ich konnte nicht. Geht nüchtern Also, das nicht. ging nicht nüchtern, Nüchtern wirklich bin nicht. ich so schüchtern, genau. Es war wirklich kein Scherz. Ich Ja. dachte mir mittags, wann kommt der Alkohol? Deswegen, das ist nämlich so meine Frage. Weil du hast ja, man hat ja wirklich gesehen, du lallst halt öfters und das ist übrigens Respekt, dass du trotzdem noch wusstest, worum es da geht. Also du konntest ja Deep Talk führen mit Alkohol. Als hätte ich nicht gekonnt, weil ich schon Nee. so gelallt Vor allem habe. bei Das den habe ich. Temperaturen, dann trink mal einen Hör Tropfen und mal dann Peng, zu. ne? Ja. Angeknipst da oben. Da ging ja, da wäre bei mir gar nichts gegangen. Und Linda konnte noch Deep Talk mit meinem Robin spielen. Die Augen auf Silberblick, am Lallen, aber Hauptsache Deep Talk geht. Also Respekt. Also ich Ja. lall halt nach einem Getränk, ne? Das ist halt, fängt halt dann Ja. an. Und ein Getränk bei Okay. 45 Grad fühlen sich an wie fünf Getränke Ja, ungefähr, genau. Ja. wa? Krass. Oh Gott. Und deswegen die Frage, hast du deswegen dann, weil du jetzt da sagst, du bist so ein Mittelding eigentlich, also hast du fürs Format ja schon männlichen Kontakt dann mehr hergestellt, ne? Oder ist Ja. das, ja, okay. Und wie ist das jetzt, wenn du das Ganze nüchtern betrachtest und du das siehst, ne, die Latten hauen von Lukas zu streicheln und damit mal grobbeln da und das alles, was super schön für uns anzusehen ist, aber Naja, ich Yvonne. doch. Nein, aber für dich als jetzt du siehst dich ja selber im TV mit diesen ganzen Dingen. Ist das für dich unangenehm oder ist das für dich so, ja Mann, das bin ich. Ich habe da Bock drauf gehabt und ich habe Party gemacht und ich fühle das immer noch. Oder ist das, ja, wie ist das jetzt, Gute wenn du das wirklich Frage. nüchtern betrachtest? Ja, gute Frage. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn ich die Szenen so sehe und ich gucke mir die immer wieder an und denke, habe ich das wirklich gemacht? War das wirklich ich? Also, mein Siehst du, das Gott. habe ich mir gedacht. Ja. So, Linda, was hat dich da gerissen? Aber Ja. im Endeffekt finde ich es irgendwie auch lustig, das zu sehen, weil das ist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit her und dann irgendwie so, weiß ich nicht, so, ich finde es halt einfach lustig, ne? Ich gucke mir das an, muss über mich selber lachen, denke mir, ja, gut, war Haben das das halt dein deine Spaß? Familie gesehen, Ja, ich deine wollte gerade Eltern oder fragen, so? genau. Ich wollte gerade fragen, aber stimmt, früher Topmodel Donnerstag jeden Abend, Ja. yay. So, und hier Ja, und jetzt einer. so, jetzt Meine so. Mutter. Meine Mutter guckt sich alles an, dann schickst du mir so eine Audio und lacht dich kaputt. Linda, wie Ehrlich? besoffen warst du da? Was hast du gemacht? Ehrlich? Geile Mutter aber, dass sie das so Die hat da gar wegsteckt. kein Problem. Meine Mutter ist super locker. Der ist alles. Ich erzähle ihr auch alles, wie so eine beste Freundin. Die weiß eh Hammer. alles. Und die lacht halt selber
darüber. Sagt es nur nicht Oma. den Großeltern oder sonst irgendwem. Die Oma darf dann nicht gucken, ja? Hat Dein iPhone-Verbot. Meine Großtante will immer gucken und ich so, läuft einfach nicht im Free TV, also. Geht leider nicht. Komm, die wissen dann alle, die sagen noch nichts. Und nee, das, jetzt habe ich die Frage vergessen, die letzte. Doch mit den Eltern habe ich gestellt. Oma hatten wir. Oma hat, die kriegt keinen RTL Plus Zugang, die Oma. Aber wie war denn, wenn man mal den aktuellen Stand oder nur mal so, ne, wir haben ja ungefähr die Hälfte der Folgen, glaube ich, gerade rum. Wie so rückblickend, wie war denn die Erfahrung für dich? War die Ja, gute geil? War es Frage. mega anstrengend? War es irgendwie, wo du so dachtest, boah, brauche ich nicht nochmal? Oder? Oder wird sie wieder machen? Ja. Ja, noch ein neues Format. Würde alles genauso nochmal machen. Und ich habe richtig Bock drauf und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und es war wirklich eine richtig geile Zeit in meinem Freust du Leben. dich eigentlich mal jede Woche auf die Folgen oder kriegst du mal Herzklopfen vorher und bist völlig aufgeregt? Nee, ich freue mich mega. Ich Ja? habe immer Bock drauf auf die neuen Folgen, bin gespannt, was kommt, weil ich kann es auch nicht mehr alles so ganz sortieren, aus verschiedenen Gründen. Und ja, ich finde das einfach geil. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht und ich würde es immer wieder, jederzeit wieder machen. Genau, das ist noch eine gute Abschlussfrage. Das war die, die ich eben hatte. Was wäre dein Traumformat, was du als nächstes machen wollen würdest, wo du sagst, dafür brennst du, das interessiert dich unfassbar? Ich habe einige, aber ich hätte Lust auf Kampf der Reality Stars, Dschungel, ja, eigentlich so alles, was es so Gibt es auch gibt. No-Go-Formate? Gute Frage. Wahrscheinlich irgendwie Nacktheit, ne? Ja, genau, dieses Dating Naked auf gar keinen Fall. Und Ex on the Beach. So. Also kein Bock auf irgendwelche Ex-Freunde. Nein, um Gottes Willen. Sie sind aus einem guten Grund, Ex. Aber ey, Bon, ich finde, guck mal, was ich bei Linda wirklich gut finde, ich glaube, wir haben hier wirklich eine junge Frau, die ist wirklich total geeignet für die Branche, weil die hat Verstand, die geht da mit Verstand rein, die kann auch kritische Kommentare einordnen. Man hat ja nicht die Problematik, dass man sich dann irgendwie denkt, oh mein Gott, und sofort Psychologen anrufen und ne, so, nicht, dass es schlimm wäre, aber du weißt, was ich meine. Wir haben ja auch Ja, oft Leute, also die gerade habe ich ja unterleiden. irgendwie Princess Charming gemacht, alter Falter, die hat irgendwie schon die Krise bekommen, wenn die nur meinen Titel gesehen hat. Ja, da hat die noch gar nicht mal reingeguckt, da habe ich aber gut über die gesprochen. Also von daher, wenn man hier mal einen schönen Vergleich herstellen will, finde ich irgendwie, Linda ist für mich das perfekte Beispiel, welche Eigenschaften man eigentlich wirklich braucht, um dem Druck standhalten zu können. Und auch, das möchte Marc Robin an dieser Stelle natürlich nicht hören, und auch, um erfolgreich werden zu können. Und das ist wirklich das Erfrischende. Und deswegen ist das unfassbar wichtig, dass du aufpasst, dass du dich nicht veränderst, dass du aufpasst, dass dir öffentliche Kommentare, dass du die nicht an dich ranlässt und dass du genau so bleibst, wie du bist. Das ist wirklich unfassbar wichtig. Ich würde mich, bevor die Yvonne ihren Talkteil hier abmoderiert, würde ich hier gerne nochmal vor laufender Kamera mich mit euch verabreden. Und zwar nach dem Wiedersehen würde ich gerne nochmal mit euch quatschen. Und vor allem Oh auch mit ja. Linda und nach all dem Drama, was wir Schön dann bekommen haben, dabei. oder vielleicht auch nicht, keine Auf Ahnung. jeden Fall. Ja, Oder? Das wird ja voll. irgendwann dann gedreht und dann würde ich gerne, dass wir nochmal einen schönen Talk machen, oder? Dann können wir nämlich ganz anders Ja. reden auch noch. Ja, mega. Aber für den Moment danke ich dir schon mal, Stark. Linda. Ja, gern. Ich auch. Ich danke viel, vielmals. Ja, Linda, vielen, vielen Dank, dass du hier wirklich ehrlich und erfrischend, aufrichtig alles in die Kamera und zugehört hast, gequatscht hast, dass du da alles mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Wie gesagt, Teil 1 gibt es bei Ramon auf dem Kanal. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Und wenn ihr noch ein paar Fragen an Linda habt, schreibt sie gerne sachlich unten in die Kommentare. Vielleicht lässt sich Linda ja darauf ein, auf den einen oder anderen direkt zu antworten im Chat. Super. Gut, Freunde, dann vielen, vielen Dank. Danke, Ramon, danke, Linda. Dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüssi.